Als nächstes am Wort Jessie Lindl von der FPÖ. Danke, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte auf den Teil des Berichtes eingehen, der sich mit Integration beschäftigt. Es ist nämlich auffallend, dass sich in einem 58-Seiten-Bericht nur 4 Seiten mit Integration beschäftigen. Das ist im Hinblick auf die hohe Zahl der Asylantragsteller, Migranten und der stetig wachsenden Gruppe unserer muslimischen Landsleute nämlich nicht nachvollziehbar. Im Bericht liest man über den Nationalen Aktionsplan für Integration, wo nur pauschal deutsche Sprache, Rechtsstaat und Werte erwähnt werden. Daneben wird auch noch angeführt, dass 70% der EU-Fördermittel in Deutschkurse geflossen sind. Aber kein Wort über die Ergebnisse dieser Deutschkurse. Kein Wort über Erfolg oder Misserfolg von Integrationsmaßnahmen und kein Wort über Islam. Allein aus diesen Gründen ist dieser Bericht abzulehnen. Integration betrifft aber vor allem Muslime in unserem Land. Viele muslimische Mitbürger haben nichts mit radikalen Strömungen zu tun. Das möchte ich ganz explizit betonen. Es geht um jene, die sich nicht integrieren wollen. Etwa Schüler, die sich auf die Religion berufen und Lehrerinnen und Mitschülerinnen nicht die Hand geben wollen. Und das hat letzte Woche die Direktorin der neuen Mittelschule in der Gassergasse ganz besonders drastisch aufgezeigt. Und besonders am Beispiel sieht man das auch der muslimischen Kindergärten in Wien. Der aktuelle Projektbericht, wie auch schon die erste Studie von Professor Aslan, stellen fest, in den meisten der untersuchten Kindergärten wird nicht in deutscher Sprache unterrichtet. Die Mehrheit der Pädagogen beherrscht Deutsch nicht einmal. Man schottet sich ab und lehrt schon kleine Kinder Werte und eine Ideologie, die nicht mit unserer Verfassung übereinstimmt. Dahinter stecken vor allem salafistische Trägervereine und die Muslimbruderschaft. Die rasante Weiterentwicklung der islamischen Parallelgesellschaft wird dadurch nur noch beschleunigt. Erschreckend ist, was in diesen Kindereinrichtungen vor allem gelehrt wird. Die westliche Lebensweise wird als minderwertige Lebensanschauung abgelehnt. Der Islam ist allen Glaubensbekenntnissen überlegen. Sie bezeichnen uns als die Ungläubigen. Missachtung der Gleichstellung zwischen Mann und Frau, Judenhass und in einzelnen islamischen Kindergärten wird sogar zum Dschihad aufgerufen, sagt diese Studie. Und all das soll Teil Europas und Österreichs sein, meine Damen und Herren. Nein, danke, das wollen wir nicht. Faktum ist, das Integrationsministerium hat als Kontrollorgan total versagt. Nur so konnte der Missbrauch der Förderungen durch islamische Kindergartenbetreiber in Wien stattfinden. Unkontrolliert hingenommen durch die SPÖ. Das, Herr Minister, ist keine gelungene Integration. Das ist aus Steuergeldern finanzierte Segregation. Dankeschön. Argumentiert Jessie Lindl von der FPÖ.